Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Westfalenpost titelte am 24. März 2014, die Landesregierung stärkt den Opferschutz. Die LAG der Anstaltspsychologinnen und Anstaltspsychologen spricht in ihrer Stellungnahme von einem weitgehenden Kulturwandel. Diesen Kulturwandel im Strafvollzug, den wir mit diesem wegweisenden Strafvollzugsgesetz vollziehen, möchte ich Ihnen gerne noch einmal erläutern. Denn dieses Gesetz ist ein klares Bekenntnis zum aktivierenden Behandlungsvollzug mit dem Ziel der Resozialisierung. Mit einer sorgfältigen Diagnostik individueller Behandlung und Motivation. Dabei werden vollzugsbegleitende und nachsorgende Angebote miteinander verzahnt, wie wir es alle schon lange gefordert haben. Freie Träger der straffälligen Hilfe und Verbände, Vereine engagieren sich mit vielen Menschen, die die Gefangenen und ihre Angehörigen betreuen und ihnen Brücken bauen für die Zeit danach. Dies ist auch dringend notwendig, denn je besser Inhaftierte auf ein Leben nach der Haft vorbereitet werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie künftig ein Leben ohne Straftaten führen können. Und ich werde auch nicht müde, das der CDU noch mal zu erklären. Ihre Auffassung von Opferschutz ist wirklich sehr irritierend. Ich möchte noch mal klarstellen, dass aktivierende Täterarbeit für uns der beste Opferschutz von morgen ist. Und es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es gehört immer zusammen. Wir dürfen Strafgefangene und Inhaftierte nicht in Ruhe lassen. Wir müssen sie motivieren, aktivieren, und das hilft eben auch den Opfern. Und gleichzeitig müssen wir dafür Sorge tragen, und das ist der Punkt, wo wir sicherlich viele nach Nordrhein-Westfalen schauen, dass Opfer geschützt werden, dass die Daten von Opfern geschützt werden, dass Opfer informiert werden über vollzugsöffnende Maßnahmen und dass Opfer unterstützt werden bei der Erlangung ihrer Rechte und ihrer Wiedergutmachung. Das ist eine neue Haltung, und diese Haltung bringt uns wirklich im Strafvollzug einen großen Schritt nach vorn. Und es ist eben auch wichtig, dass, wenn wir hier in diesen Tagen den Haushalt beraten, dass das selbstverständlich schon auch hinterlegt ist. Wir haben auch lange darüber gesprochen, dass das Justizvollzugsmodernisierungsprogramm Teil des Haushalts ist und dass JVMOP, wie es so abgekürzt wird, eben dafür Sorge trägt, dass wir nicht mehr zeitgemäße Bedingungen Stück für Stück abbauen können. Der Gesetzentwurf liegt seit März vor. Das Verhalten einiger Oppositionsfraktionen irritiert mich wirklich. Gerade werden immer noch Änderungsanträge reingereicht von den Piraten. Wir hatten da eigentlich sehr konstruktive Gespräche, auch mit der FDP, auch mit den Piraten. Und der Unterschied zur CDU wird an vielen Stellen deutlich. Da werden wir einfach nicht zusammenkommen. Aber liebe FDP, im Gegensatz zu den Gesprächen, die wir wirklich, finde ich, in guter Atmosphäre haben, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Ihr Vorschlag im Paragraph 54 wirklich schrittweise Erprobungen verhindern würde und dass wir das deshalb so ablehnen. Wir könnten Ihren Änderungsantrag ja gerne mal auseinanderpflücken und gerne noch mal mit Ihnen sprechen, aber jetzt sind wir nun mal am Ende der Beratung, und schade, dass das so nicht früher auf dem Tisch war, weil wir hätten uns an vielen Punkten einigen können. Schade, schade, schade. Ich möchte noch mal ganz herzlich danken. Mitnichten, Herr Dr. Ort, Herr, mitnichten. Nein, nein, nein. Diese Redaktion, Herr Ort, wir sprechen da noch mal drüber. Der Kollege Wedel war da an manchen Stellen auf dem richtigen Weg, aber letztlich hat er es so gemacht, dass wir dem so nicht zustimmen können, und das weiß er auch. Ich möchte mich neben den konstruktiven und fachlichen Gesprächen im Ausschuss auch noch mal beim Ministerium bedanken. Insbesondere, sehr geehrter Herr Minister Kutschaty, richten Sie unseren Dank vielleicht noch mal an Frau Dr. Schwarz und Herrn Diesterheft, mit denen wir sehr intensiv zusammengearbeitet haben und denen wir wirklich sehr, sehr dankbar sind. Das war eine sehr gute Arbeit. Ich finde, wir haben viel erreicht, die Schwerpunkte noch mal zusammengefasst.
Die Stärkung der Sozialtherapie, die schulische berufliche Bildung, die Situation minderjähriger Kinder, deren Eltern im Strafvollzug sind. Da sind wir übrigens, wenn Sie sich erinnern an den FDP-Antrag zur Situation Kinder inhaftierter Eltern, der Höchstforderung in der Anhörung gefolgt mit dem Gesetzentwurf. Die besondere Situation von Frauen, die Suchtberatung und Suchttherapie, die insbesondere für die männlichen Gefangenen erstmalig Einzug hält, die Dokumentation und der Abschlussbericht, die einvernehmliche Streitschlichtung, ganz viele Elemente, die wirklich zu Veränderungen in Nordrhein-Westfalen führen werden. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.